Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Vorlesung in der Vorlesungsreihe der Biodiversität. Wir sind bei der Vorlesung 22 angelangt und sind nun bei den zwei Räubern, den Amphelestidae, angekommen. Auch eine Familie, die ausgestorben ist. Wir werden jetzt so die nächsten, ich schätze mal, 5 Präsentationen diesen ganzen Zweig an ausgestorbenen Familien hier abgehen, die noch dazugehören. Und ja, trotz allem, denke ich, ist das relativ interessant, auch wenn wir leider halt nicht immer so eine genaue Vorstellung davon haben, wie das hier war. Und gerade bei der Gruppe hier wird das auffallen, denn es gibt hier komplett immer nur Kiefer und Zähne und davon kann man sich nicht viel ableiten. Deswegen gehen wir da auch relativ schnell durch. Also erst einmal sind sie eine Untergruppe der echten Dreihöckerzähne. Das ist ja diese gesamte Gruppe, die ausgestorben ist. Und jetzt sind wir in dem Bereich, wo wir nicht besonders viel wissen. Sie ist halt wie die gesamte Obergruppe. Klar, dass das dann auch für die Untergruppen gilt, als unsicher einzustufen. Und alle Vertreter lebten hier ungefähr im mittleren Jura 168 bis 165 Millionen Jahre vor der Zeit. Manche sagen sogar bis zur Oberkreide, 93 Milliarden vor der Zeit. Das gilt aber als unbelegt. Ich habe es ja trotzdem mal mit reingenommen, um die Möglichkeit zu nehmen. Aber wie gesagt, es wird höchstwahrscheinlich alles eher im mittleren Jura stattgefunden haben. Ja, wie schon gesagt, Kiefer und Zähne sind vorhanden, aber der Rest fehlt. Und das macht die Gruppierung natürlich sehr schwer. Und wie schon erwähnt, die Fossilien wurden alle in Großbritannien gefunden. Wichtigstes Merkmal sind die drei auffälligen Höcker auf den Backenzähnen, von denen der mittlere deutlich größer ist, was bei keinem anderen Vertreter vorkommt. Also das ist schon mal die Auffälligkeit. Die Zahnfurmel ist nur vom Unterkiefer bekannt und lautet I steht hier für Incisivi, das sind die Schneidezähne, I1, I2, I3, I4. C steht für Caninus, das sind die Eckenzähne, da gibt es nur einen. P1 bis 4, das sind Prämolaren, also die vorderen Backenzähne, und M steht für Molaren, die hinteren großen Backenzähne. Und ja, wie man sieht, wir haben hier wirklich 4 Schneidezähne, ein Eckzahn, 4 kleinere oder vordere Backenzähne und 5 große bzw. hintere Backenzähne. Und das ist halt immer nur für eine Hälfte. Man muss dann natürlich in der Mitte spiegeln. Kiefer sind immer horizontal spiegelbildlich zur vertikalen Achse. Können wir auch bei uns selber natürlich auch machen. Wenn wir mal durchgehen mit der Zunge, dann fühlen wir zuerst die Schneidezähne, die Eckzähne, die Kleinbacken und dann die großen Backenzähne. Und daraus können wir selbst theoretisch diese Zahnformel hier bilden. Die Höcker machten die Backenzähne scharf, sodass diese gut zum Schneiden dienten, weshalb eine karnivore, insektivore und oder omnivore Ernährungsvermut ist, also sprich Fleisch, Insekten oder Allesfresser. Ja, weder zu Gewicht noch Alter zu Körpergröße können wir genaue Angaben machen. Das gilt für alle der insgesamt drei Gruppen, die wir heute in dieser Vorlesung betrachten. Einfach weil uns nur halt wirklich diese Zähne und der Kiefer vorliegt. Das ist halt extrem wenig. Und es wäre vermessen, darauf aufzubauen, zu sagen, wie groß das alles gewesen sein kann. Man kann natürlich anhand des Kopfes und ähnlicher Funde hochrechnen, wie groß sie waren. Man vermutet halt zwischen Maus- und Dachsgröße, aber auch das ist jetzt ein ziemlich großer Spielraum. Deswegen, man weiß es nicht, da lässt man es lieber, das ist auch besser so. Und Lebensalter kann man auch halt nur an rezenten Arten festmachen. Also 10 bis 30 Jahre werden sie bestimmt gehabt haben, das sind aber alles nur Schätzungen, und das Gewicht ebenfalls eine Schätzung. Ja, dürfte dann halt von der Maus bis zum Dachs sein, also von ein paar hundert Gramm bis zu wenigen Kilogramm ist alles möglich. Die Familie lässt sich in folgende Gruppe einteilen. Da haben wir erst einmal die Taschentiere, Phascolotherium. Wichtige Anmerkung hierbei, Phascolotherium ist wörtlich zu übersetzen mit den Beuteltieren. Beuteltiere haben aber einen anderen lateinischen Namen. Es wird bei diesen ausgestorbenen Arten eigentlich auch nur der Latein verwendet. Es gibt keine Deutschen. Die Deutsche, die ihr hier seht, die habe ich sozusagen übersetzt. Und dabei muss man sich halt auch ein bisschen Gedanken machen. Also das sind die deutschen Begriffe sind jetzt hier nicht wissenschaftlich etabliert. Ich habe aber mich bewusst dazu entschieden,
dass es Taschentiere und nicht Beuteltiere sind, damit es hier nicht zu einer Verwirrung kommt. Die Sache ist die, hier gab es tatsächlich Probleme bei der Bestimmung. Derjenige, der die gefunden hatte, diese Fossilien, hat sie erst zur Gruppe Marsupials, das Beutetier bedeutet, eingeordnet. Und erst später hat man gesagt, nee, das sind keine. Hat sich dann aber für Pascolotherium entschieden, was genauso viel, was in einer anderen Sprache zwar dann einheimisch ist, zwischen Griechisch und Latein, aber auch Beuteltiere bedeutet. Das heißt, im Deutschen lässt sich nicht sauber übersetzen. Daher wirklich dann eher Taschentiere, weil hier kam es halt zu einer Verwechslung. Und wahrscheinlich hat man sich gesagt, weil die Gruppierung nicht ganz falsch war, weil es wahrscheinlich viele Ähnlichkeiten gibt, behalten wir das zwar nicht bei, aber wir nehmen einen lateinischen Namen, griechischen Namen, der ähnlich ist, und dann hat man sich halt für diese Variante entschieden. Deswegen hier bitte nicht wörtlich nehmen, die deutsche Übersetzung. Tja, das hat zwei Arten, Phascolotherium buglandi und Simsoni. Die zweite Gattung innerhalb der Familie sind die echten Zweiräuter, die Amphilestes. Und die sind natürlich wie alle anderen auch ausgestorben. Gut, fangen wir an mit den Taschentieren, den Phascolotherium. Wie wir es gesehen haben, ist eine Untergruppe der Zweiräuber. Auch sie ist natürlich unsicher, weil man hier auch wieder nur Zähne und Kiefer gefunden hat. Und höchstwahrscheinlich kam sie im mittleren Jura, also 167 bis 165 Millionen Jahre vor der Zeit vor, ehe sie ausgestorben sind. Taxonomische Gruppierung anhand halt der wenigen Fossilien, die wir haben, wie immer schwer. Aber man kann sagen, dass diese Fossilien in Stonesfields Slate, das ist so eine Steinschicht, sag ich mal, so eine Formation innerhalb einer Formation, die in der Tainted Limestone Formation liegt, ist, die dann wirklich auch halt die verschiedenen Zeitalter, wie so, ich sag mal, eine geologische Uhr ablesbar macht. Und das liegt alles im heutigen Oxfordshire, Großbritannien, und da hat man die halt drin gefunden. Ja, von der Schwestergruppe der echten Zweiräuber ist die Unterscheidung sehr, sehr schwer. Man kann nur Unterschiede finden beim Haupthöcker, das ist der große in der Mitte. Bei dem ist wohl der Zahngürtel, das ist der Cingulum, das ist so ein unterer Teil des Zahns, nicht erhoben, und das Molarenschmelz ist nicht narbig, ist also eine sehr geringe Unterscheidung und eigentlich auch fragwürdig, ob das nicht vielleicht doch eher dem möglichen Konservierungszeitpunkt geschuldet ist. Aber das wird sich erst rausstellen, wenn man weitere Überbleibsel, sag ich mal, findet. Die Gattung unterteilt sich in zwei Arten, Phascolotherium buglandi und Simsoni. Allerdings kann ich euch nicht sagen, wovon die beiden Arten sich unterscheiden, weil ich dazu einfach nirgends was gefunden habe, in keinen Aufsatz, in keinen Artikel. Es gab wohl eine Unterscheidung, als dann wirklich diese Neugruppierung stattfand und nicht mehr zum Beuteltieren gezählt wurde, aber es steht nicht drin, worin die sich unterscheiden. Es ist allerdings vermutet, dass der Aufbau der Molaren irgendwo verschieden ist. Von daher, das denke ich, wird das Hauptkriterium sein. Gewicht, Alter und Größe überspringe ich mal schnell, weil was für eine Obergruppe gilt, gilt auch für eine Untergruppe. Die ist nicht bekannt und daher ist auch von der Untergruppe nichts bekannt. Das gilt genauso dann für die echten Zweiräuber. Amphilestes. Aber wenn wir schon bei denen sind, können wir auch sagen, dass auch die unsicher ist. Allerdings ist hier das Vorkommen um Millionen Jahre anders geschätzt. 168 bis 166 Millionen Jahre vor der Zeit. Und manche schätzen auch eventuell noch bis zur Kreide, also so 93 Milliarden Jahre vor der Zeit. Aber das gilt als extrem unsicher, deswegen der Bereich hier, der ist wohl sicher. Von den Fossilien sind nur Kiefer und Zähne vorhanden. Das ist genau das Gleiche. Wie gesagt, man hat in derselben Gesteinsschicht, in diesen Stonesfield Slate, beide Fossilien gefunden und voneinander getrennt. Und nirgendwo sonst sind Fossilien aufgetaucht. Deswegen ist das mehr oder weniger bei den beiden Gruppen, Gattungen hier genau dieselbe Geschichte. Bis halt auf die Sache, dass sie sich unterscheiden. Erstmal nochmal gesagt, von den echten ist die Zahnformel auf jeden Fall so. Bei der anderen Gruppe ist es unsicher. Und ja, bei der Schwesterngruppe, die Taschentiere, da ist halt der Aufbau der Backenzähne, der Molaren, ein wenig anders.
Die Molarenhöcker sind hoch und schlank, der Zahngürtel, das Cingulum, erhebt sich unter den Haupthöcker und das Molarenschmelz ist nicht narbig. Und die letzteren beiden Sachen sind halt das Unterscheidungsmerkmal. Aber, wie schon vorhin gesagt, durchaus möglich, dass das nur eine Verschleißerscheinung ist und nicht wirklich eine andere Art bzw. Gattung. Ja, und auch hier kann man wieder keine Aussagen treffen. Und ja, damit sind wir mit der Gruppe durch. Wie gesagt, es tut mir leid, dass ich euch zu denen jetzt nicht mehr viel sagen kann, aber es gibt halt wirklich nicht viel Daten. Also niedergeschrieben findet man immer so 5 bis 10 Zeilen und das wiederholt sich dann in verschiedenen Aufsätzen. Von daher, bis wir da neue Erkenntnisse, neue Fossilien haben, müssen wir es dabei belassen. Und wie immer hoffe ich, es war dennoch für euch interessant. Ich weiß, die lebenden Arten sind deutlich spannender, aber ich wollte jetzt gerne auch wegen der Umgruppierung gerne mit reinnehmen. Und da kämpfen wir uns jetzt einfach noch ein paar Vorlesungen durch, dann haben wir das geschafft und kommen auch wieder zu den lebenden Vertretern hoffentlich zurück. Und bis dahin sage ich, macht's nicht gut, macht's besser, habt einen schönen Tag und tschüss!